Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben beim letzten Mal die Zitadelle der Zeit abgeschlossen und unsere dritte Spiegelscherbe erhalten und anschließend sind wir dann hier nach Hyrule-Stadt zurückgekehrt, wo wir angefangen haben, ein wenig zu Zeitquesten. Ja, unter anderem habe ich ja jetzt es auch endlich geschafft, alle Goldinsekten bei Prinzessin Agneta abzugeben und somit auch jetzt nun die Riesenbörse erhalten, mit der ich jetzt 200 Rupine auf einmal tragen kann. Ja, momentan habe ich allerdings hier nur 1000 und ja, jetzt bin ich hier gerade am Südtor der Stadt, wo ich ja vorhatte, mir eine bestimmte Truhe zu holen, nämlich ja diese hier, die jetzt einfach mal so auf diesem Brunnen da steht. Ja, und daran zu kommen, naja, ist vielleicht auch ein bisschen knifflig, also ich muss da vielleicht ein bisschen geschickter sein, wenn ich jetzt hier mit dem Gleiter gleich entlang fahre. Ah, Mann. Und irgendwie kriege ich das einfach nicht so richtig hin, auf Anhieb jetzt diese Punkte hier anzuvisieren. So, und jetzt muss ich loslegen. Okay, und am besten ganz vorsichtig. Ja, okay, es klappt natürlich nicht so ganz so gut. Also ich muss das immer mit dem Timing nochmal so richtig hinbekommen. Aber ich denke mal, das schaffen wir gleich. Also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr vielleicht den richtigen Winkel raus. Da ich eigentlich auch immer noch so ein bisschen nach vorwärts fahre, darf ich ja nicht direkt in der Mitte abspringen, sondern ein bisschen früher. Das habe ich schon gemerkt. So, okay, jetzt noch einmal und immer bloß vorsichtig sein. Ich will ja nicht an die Wand prallen. Und, na bitte, geht doch. Autsch. Dann bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. Geld oder vielleicht ein Stempel? Es ist ein Stempel. Zelda überrascht erhalten. Cool. Super, und da es ja jetzt gerade eh hier schön dunkel ist, würde ich mal sagen, ist das auch eine gute Gelegenheit, um mal wieder ein paar Geisterseen zu suchen. Also mir fällt da zumindest gerade ein, es gibt ja eine Geisterseele, die ich ja noch da im ja, Heiligen Hain finden kann. Die wollte ich eigentlich ja sogar gerne schon vorher holen, aber leider war da immer jedes Mal Tag, sobald ich dort angekommen bin. Das war natürlich ein bisschen blöd. Und ich glaube, im Wald direkt muss ich auch noch mal reingucken und warte mal, hier bin ich falsch. Hä, wieso bin ich jetzt hier? Hä? What the fuck? Habe ich jetzt hier das falsche Ziel anvisiert? Ja, Tatsache. Ich bin so ein Depp. Der Heilige Hain ist doch hier unten. Und ich fliege jetzt einfach mal hier so in die Gerudewüste, aber da muss ich ja sowieso auch noch hin. Weil hier sind ja auch noch Geisterseelen, die ich hier einsammeln muss, aber ich muss dafür ja natürlich zum Eingang der Wüstenburg und nicht direkt auf das oberste Geschoss davon. Ja, gut. Dann gucke ich mal hier rein. Also hier sollte ja der Geist sein, da wo ja auch das Masterschwert normalerweise ist. Ah, da ist er ja schon. Oh, falscher Knopf. Na, bitte. Ja, das mit den Geistern sehen geht ja jedenfalls ziemlich gut voran. Das größere Problem werden ja wahrscheinlich die Stempel sein, weil ich da echt absolut keinen Plan habe, wo ich überall suchen muss. Ja, ich denke mal, das werde ich sowieso jetzt erstmal hier ausnutzen. Warte mal, hier oben war ja eigentlich auch noch ein Geist. Ich glaube sogar zwei Geister, die ich jetzt hier noch übersehen habe. Muss ich gleich mal gucken. Also auf der Karte ist es ja immer jedes Mal angegeben, wie viele Geister ich immer schon bereits von wie vielen habe. Also gucken wir mal kurz hier einen Blick rein. Also 3 von 5, also 2 Geister brauche ich noch. Gut, wo einer ist, weiß ich ja schon. Dafür muss ich ja einfach erstmal hier rein. Sehr schön. Und ich verwandle mich mal am besten mal zurück, weil ich brauche jetzt auch gleich den Morgenstern. Ja. Was mache ich da jedes Mal? Ich mache hier nur Blödsinn. Du mach mal einen Abgang. Alles klar, gut. Habe ich Ruhe? Ich denke mal, ich habe Ruhe. Dann gucken wir jetzt hier mal durch. Okay, da ist er ja schon. Na also, und damit haben wir schon mal die weitere. Werde ich erstmal versuchen, hier mal alle Geisterseelen hier mal fertig zu machen. Okay, dann werde ich auch erstmal nochmal kurz hier das Teil zerlegen. Okay, hier sind 2 Fackeln. Okay, die werde ich mal einfach anzünden. Gibt zwar, glaube ich, kein Herzteil, aber immerhin eine schicke Truhe, in der entweder Geld oder vielleicht sogar tatsächlich ein Stempel drin sein könnten. Bin ich ja mal gespannt.
Also, da muss man jetzt echt überall nachschauen. Und wir haben 100 Rubine erhalten. Wunderbar. Cool. Dann bekommt unsere neue Geldbörse wenigstens auch was zu tun. So, und fühlen. Wir müssen ja hier raus. Und jetzt muss ich mich mal genauer umschauen. Also, ich weiß, irgendwo hier muss ja auch noch so ein Teil sein. So ein oller Geist. Und du mach mal einen Abgang. Verdammte Fledermaus, ey. Es könnte sogar sein, dass es ja irgendwo eine Stelle ist, wo ich wieder reingraben muss. Bin ich jetzt allerdings nicht so ganz sicher. Okay, da hinten sind wieder Fledermäuse. Da geht es ein bisschen nach unten. Ja, da passe ich lieber mal auf. Eigentlich ja komisch. Also ich könnte eigentlich schwören, dass ich ja mich schon praktisch überall umgeschaut habe, wo es ging, aber irgendwo muss ich ja was übersehen haben. Ah, da ist das Teil ja! Okay, jetzt gehörst du mir. So, damit hätten wir ihn. Wir haben alle Geisterseelen in diesem Gebiet. Sehr schön. Und hier könnte ich noch wühlen. Dann mache ich das einfach mal. Ich will mal schauen, was hier unten ist. Also ich glaube, ich war zwar hier schon mal, aber... Naja, man kann ja nie wissen. Okay, sind alle weg? Es sind alle weg. Und... Oh, blaues Gelee. Habe ich gerade eine Flasche frei? Leider nicht. Schade eigentlich, also das hätte ich jetzt eigentlich ja gut mitnehmen können. Naja, aber was soll's. Ein blaues Gelee habe ich ja noch, also oder zumindest blaues Elixier. Und das wird ja wohl erstmal reichen. Also ich bin eigentlich momentan ziemlich gut ausgerüstet. Ich habe blaues Elixier, ich habe echtes Gelee. Und natürlich noch den Feentau dabei. Also ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Vor allem das hier ist ja eigentlich auch sehr gut. Okay, hier bin ich dann fertig. Wir können uns ja nochmal ein bisschen umschauen. Okay, hier im Gebiet Ranel fehlen noch 4 Geister. Hier fehlen noch auch noch 4. Hier fehlt noch einer. Ja, und ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Der ist hier irgendwo bei den Sümpfen. Ich denke mal, da kann ich sogar auch gleich hin. In Latoren gibt es keine Geister. Ah, die haben Glück. Und hier muss ich auch noch insgesamt 5 Geister finden. Ach du Scheiße. Ja, wo können die überall sein? Also, na gut. Obwohl, nee, warte mal. Ich bin jetzt nicht sicher. Zählen jetzt eigentlich ja die noch dazu, die ich ja jetzt eigentlich ja noch woanders suchen muss? Ich weiß es jetzt nicht. Egal. Gut, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal hier zum Wald von Faron zurückreisen. Genau hierhin. Weil wir müssen jetzt erstmal kurz durch den Sumpf durch. Noch ist es ja zum Glück dunkel, deswegen sollte ich es ja noch schaffen, mir den Geister zu holen. Ah, und da ist ja das goldene Huhn. Ja, wunderbar. Falls ich also mal da wieder hin will, brauche ich nichts weiter tun, als mit dem Huhn drüber zu fliegen. Also falls ich jetzt nochmal wieder direkt in den heiligen Heiden, in den Wald davon rein will. So, wo muss ich jetzt lang? Alles klar. Also ich weiß ja noch ungefähr, wo es lang ging. Es könnte sogar sein, dass es hier permanent eigentlich dunkel ist. Zumindest sieht es danach aus. Aber ich passe mal lieber auf. Oh, okay, da sehe ich den Geist schon. Bitte, jetzt habe ich dich. Gut, wir halten eine weitere Geisterseele. Und... Als nächstes, denke ich mal, werde ich mal wieder zur Gerudewüste reisen. Ich wollte mich nicht zurückverwandeln. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan. Nochmal, wie gesagt, zur Gerudewüste zurück.
Also in diesem Bereich hier zumindest. Ja, kommt auf jeden Fall ziemlich gut hin. Also, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob ich es jetzt schon schaffen würde, alle Geister hier zu finden. Ein paar von denen sind ja, glaube ich, eigentlich nur durch bestimmte Items jetzt noch zu erreichen. Also, ich weiß das jetzt nicht so ganz. Also, wie gesagt, hier fehlen jetzt eigentlich insgesamt noch 5 Geister. Soweit ich mich erinnere, sind 2 von ihnen ja irgendwo da bei der Wüstenburg. Da werde ich einfach mal schnell hinrennen. Oh, ich hoffe, ich schaffe das noch da. Es sieht nämlich gleich ganz danach so aus, als ob es wieder hell wird. Ja, hoffentlich schaffen wir das. Ja, und da fällt mir eigentlich ein, ja, in der Nähe von Schloss Hyrule gibt es ja auch noch irgendwo Geisterseen, die ich ja noch nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, nee, warte mal, die kann ich ja eh jetzt noch nicht mitnehmen. Jedenfalls noch nicht, solange ich jetzt hier die nötigen Vorbereitungen für den nächsten Dungeon jetzt komplett abgeschlossen habe. Das kann also noch dauern. So, einen habe ich ja eben gerade hier vorne gesehen. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Dass mir jedes Mal sofort das Gespür ausgeht, sobald ich ja hier einen Treffer kassieren darf. So. Gut. Nächste Geisterseele. Wie viele haben wir jetzt eigentlich überhaupt? 46. Wow. Nicht schlecht. Alles klar, gut. Und der nächste war ja hier beim Eingang. Der sollte ja gleich hier vorne irgendwo auftauchen. Wäre jetzt nicht sicher, vielleicht waren sogar auch 2 Geister hier. Das könnte auch passiert. Okay, da habe ich ihn sogar schon gesehen. Und ich höre ihn jetzt sogar auch. Autsch. Okay, die Typen nerven. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Wunderbar. Noch eine Seele. Nummer 47. Alles klar. Obwohl, ich könnte ja mal was testen. Also, ich weiß ja, dass wenn ich ja jetzt hier die Laterne einschalte. Wo habe ich sie jetzt? Ach, hier. Okay, hier ist tatsächlich kein Geist mehr. Ne, hier reagiert die Laterne auch nicht. Hey, das Ding ist ja komplett, ja, ohne jegliches Leuchten hier. Ja, auf jeden Fall nützlich, das Teil. Also, echt ein guter Geisterdetektor. Alles klar, also ich weiß Bescheid. Hier gibt es auf jeden Fall keine Geister mehr. Und, shit, es wird wieder Tag. Ja, was ich vielleicht mal machen könnte. Also, falls hier noch Geister sind, werden sie bestimmt irgendwo in welchen Höhlen sein. Und da finde ich sie ja zum Glück eigentlich ja immer. Was ich ja natürlich ein bisschen schade finde, dass ich ja jetzt hier leider nicht hier über die jeweiligen Löchern jetzt hier einfach mal gucken kann, ob da Geister sind jetzt mit der Laterne. Naja gut, egal. Gut, machen wir erstmal das Ding wieder aus. Und ich schaue mich mal hier mal nach Grabstellen um. Hier könnte zum Beispiel... Ah, da ist eine Kiste. Okay, da brauche ich die Sau. Da brauche ich mir jetzt hier einmal meine Sau. Warte mal, kurz mal gucken. Es fehlen noch 3 Geister. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass jetzt diese 3 Geister, die jetzt fehlen, da hinten bei diesem Höhleneingang sind. Wo ist denn der jetzt eigentlich überhaupt? Irgendwo da hinten, da bei den großen Felsen, wo ich ja auch das Warpfeld habe. Ja, da oben, direkt über dem unter dem Portal, ist ja so ein Höhleneingang. Und da weiß ich ja, sind ja auch noch 3 Geisterseelen versteckt. Bin jetzt allerdings ja natürlich nicht sicher, ob diese jetzt auch wirklich zählen, weil
Dass der ja nämlich eigentlich, glaube ich, eine ganz eigene Map ist. So, ich renne jetzt hier gerade in die falsche Richtung. Ich wollte doch jetzt eigentlich ja hier mal kurz an die Kiste hier ran. Na toll, jetzt hat die Sau natürlich mir jetzt hier den Weg versperrt. Mann. Ah, okay, einfach mal hier unter die Sau geglitscht. Gibt's doch nicht. Auch nicht schlecht. Naja. Nee, dann würde ich mal sagen, ich sehe jetzt eigentlich gerade momentan nichts tun. Ja, nur noch eine Scherbe fehlt, dann können wir den Schattenspiegel wieder zusammensetzen. Aber wie kommen wir nur nach Kumula? Ich frage mich, wie wir den Zauberspruch finden sollen, der den Kopierstab seine Kraft zurückgibt. Wie konnte die Tante ihn nur vergessen? Tja, gute Frage. Ja, es gibt eigentlich ja schon bereits eine Möglichkeit, was wir machen können. Also, ich weiß ja eigentlich auch, wie meine nächste Aufgabe lautet. Ich soll jetzt nach Kakariko gehen und dort mit Leonard sprechen. Weil er ja irgendwie einen Hinweis zu Elias Erinnerung hat. Aber das kommt eigentlich erst ein bisschen später, weil ich wollte jetzt erstmal, wie gesagt, wieder mal ein bisschen Zeit questen. Soweit es nun mal geht. Obwohl, viel kann ich ja tatsächlich nicht machen. Also, jedenfalls nicht im Vergleich zum letzten Mal. Also, ich muss nochmal gucken. Also, hier haben wir alles. Sehr schön. Hier fehlen noch ein paar. Da kann ich jetzt allerdings nichts machen, weil das meiste davon irgendwo an der Oberfläche ist. Hier bin ich auch fertig. Gerudo. Ja, falls die letzten drei Geister die sind, die ich jetzt eigentlich vermute, dann kann ich ja eh noch nichts machen. Also jedenfalls will ich das noch nicht. Okay, und hier ja bei der Hyrule-Ebene im Eldin-Gebiet. Ja, da könnte ich mich jetzt eigentlich erstmal nochmal vielleicht in aller Ruhe umschauen. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich noch was vermuten könnte. Irgendwo in Höhlen bestimmt wird noch was sein. Naja gut, ich werde einfach mal dorthin warpen und mir einfach nochmal ein paar diverse Grabsteine anschauen. Also zumindest finde ich ja mit etwas Glück vielleicht ein paar weitere Stempel. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau geguckt, wie viel ich jetzt überhaupt schon insgesamt habe. Nochmal schauen. Wieder mal falsche Taste erwischt. 28, das heißt also, es fehlen noch 22 Stück. Ja. Okay, wir haben ja eigentlich noch zwei Dungeons vor uns, in denen vermute ich ja noch immer jeweils zwei Stempel. Also hätten wir dann eigentlich ja schon zu diesem Zeitpunkt 34. Nee, warte. Zwei Stempel, 32 hätten wir dann. Würden also noch 18 dann fehlen, die irgendwo hier im Gelände sind. Wer weiß, ob ich aber da richtig liege. Nee, in die Höhle brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Hier war ich ja schon. Nee, was ich ja machen könnte, ist erstmal hier wieder Grabstellen, wie gesagt, erstmal absuchen. Da wird es ja bestimmt so einige geben. Ja, besonders ja hier an solchen Stellen, wo die Erde ja so ein bisschen aufgelockert aussieht. Und nichts wächst. Und ich vielleicht sogar auch ein paar Steine wegsprengen kann. Alles klar, dann leg mal los, Bombe. Ja, besonderes war jetzt hier nicht drin, nur ein bisschen Geld. Kann man zwar auch immer gebrauchen, aber naja. Ah, warte mal, da hinten sehe ich eine Kiste. Komme ich da überhaupt ran? Gute Frage. So, und hier kann ich ja leider momentan nichts machen. Das war ein Greifhakenpunkt, aber der wird mir leider nicht helfen. Was ist hier vorne? Das sieht mir doch noch schwer nach einer Grabstelle aus. Oh, okay, man kann hier zwar graben, aber leider sehe ich nicht nur irgendwo rein. Schade eigentlich. Oh, Goldinsekt. Brauche ich nicht mehr. Hab schon alle. Okay, hier vorne habe ich ja irgendwo eine Kiste gesehen. Komme ich da ran? Nein. Okay, an die komme ich auch noch nicht ran. Naja, gut, ich denke mal, nee, es wird einfach nichts. Also ich glaube wirklich jetzt nicht, dass ich hier noch irgendwie in der Lage bin, jetzt noch irgendwas zu machen. Ich gucke nochmal hier vorne hin, ob hier noch irgendwas ist.
Außer Goldinsekt ist hier gar nichts. Ah, hier. Bin ich jetzt natürlich nicht sicher, war ich hier schon mal drinne? Muss ich mal gucken. Oh, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr jetzt. Ich habe hier... Au! Okay, hier habe ich eigentlich ja wahrscheinlich noch nicht reingeguckt, wie es aussieht. Und? Passiert irgendwas? Sieht mir eigentlich ja nach einem Podest aus, wo hier eigentlich eine Kiste erscheinen könnte. Aber sieht wohl eher nicht so aus. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ach nee, hier ist nur Geld runtergefallen. Eine Enttäuschung. Ich hätte jetzt gehofft, hier erscheint eine Kiste. Hier auf diesem kleinen moosbedeckten Felsen. Aber nein. Mann! Ja gut, dann können wir eben nichts machen. Ich gehe nochmal schnell hier. Warte mal. Ich habe da eben gerade doch eben was rascheln gehört, oder nicht? Hat sich da irgendwas noch bewegt, oder? Hör ich jetzt Gespenster? Tja, gute Frage. Naja, wie auch immer. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's wieder mal heute hier mit The Legend of Zelda Twilight Princess in diesem Part. Beim nächsten Mal, dann werden wir tatsächlich nach Kakariko zurückgehen, um die Handlung weiterzuführen. Also mir fällt jetzt echt bei bestem Willen nicht ein, wo ich jetzt hier noch nach irgendwelchen Stempeln oder Geistern suchen müsste. Also Geister zumindest. Naja, ich denke mal, das hebe ich mir doch lieber zum Schluss aus, auf, wenn ich jetzt hier das gesamte Item-Inventar voll habe. Also es fehlen jetzt eigentlich nur noch, soweit ich das sehe, eigentlich nur noch ein Gegenstand brauche ich jetzt bloß noch. Dann bin ich eigentlich ja soweit bereit und könnte auch alles hier vollständig holen. Aber wofür war eigentlich jetzt das hier nochmal? Naja, wie auch immer. Also dann, ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde, und ciao!